Hi du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir ein weiteres Rezept für die Immunabwehr. Du hast letztens schon mal einen Ingwer-Shot gesehen. Das war schon ein sehr schönes Rezept. Das geht ja sofort. Dieses hier braucht ein bisschen länger. Aber keine Panik, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du mal sehen willst, wie dieses tolle Rezept geht, dann bleib doch einfach mal dran. Für das Rezept starte ich mit zwei mittleren Chilis. Und was mache ich hier? Ich schneide einmal die Endkappen ab und dann schlitze ich die auf. Ja. Chili-Schärfe ist natürlich super für Erkältung, aber das Schärfste an den Chilis sind diese weißen Trennhäutchen hier. Ja? Die Kerne kannst du auch rausholen, die zwischen dir sowieso als gefiltert, die kannst du auch drin lassen, aber ich nehme sie für dieses Rezept hier raus. Und du siehst hier diese Trennhäutchen, ja? Da kannst du diese auch rausholen. In den Trennhäutchen sitzt die meiste Schärfe. Wenn du es also nicht zu stark machen möchtest oder auch deinen Kindern geben möchtest, dann solltest du es auf jeden Fall hier auch das entfernen. So, ich habe jetzt hier Knoblauchzehen und die werden einmal nur geschält, ja. Ich habe das Rezept hier von einer Arbeitskollegin, jetzt wahrscheinlich aus dem Internet irgendwo. Und ich habe das ein bisschen angepasst. Und genau, die Knoblauchzehen einfach nur ein bisschen anquetschen. Die werden jetzt gleich eh alles pürieren, ja. Pürieren bzw. relativ fein hacken. Und das kannst du mit einem Pürierstab machen, kannst du mit einem Mixer machen oder mit so einer groben Reibe. Jetzt habe ich hier noch Kurkuma. Das sind 30 Gramm Kurkuma und ich schneide hier nur die Endstücke ab. Weil das Bio-Ware ist, die habe ich jetzt im Supermarkt bekommen, gibt es zeitweise, damit nicht nimmst, einfach Kurkuma-Pulver, kann ich die auch mit Schale verwenden. Das wollte ich eigentlich sagen. Und diese kommt jetzt beiseite. Jetzt gleich noch einen Ingwer. Da brauchst du 30 Gramm ungefähr. Kannst du ein bisschen mehr nehmen. Für meinen Ingwer-Shot. Das sind jetzt zum Beispiel jetzt hier sind 50 Gramm. Jetzt steige ich ein bisschen was ab. Das sind ungefähr 40 Gramm. Und dann schneide ich noch einmal dünn die Haut hier ab. Beziehungsweise du kannst Haut immer mit einem Löffel schälen. Vorausgesetzt, der Ingwer, der ist frisch. Dann kannst du den einfach mit dem Löffel so runterreiben. So, das jetzt alles hier runterschneiden. Dann brauchen wir noch einmal Meerrettich. Meerrettich brennt auch mal ganz schön, weil das viele Senföle hat. Und hier auch ein Stück einfach runterschneiden. Du siehst hier, ich schneide das auch ganz fein ab. Und dann schneide ich auch das in dünnere Scheiben. Weil der Meerrettich relativ hart ist, hacke ich dir noch ein bisschen vor. Und du siehst automatisch, du riechst automatisch schon diesen krassen Geruch hier, der dir vom Meerrettich in die Nase steigt. Ich finde das immer sehr herrlich, wenn du frische Produkte hast, die du wunderbar verarbeiten kannst. Und das alles gibst du dann halt in den Pürierbecher zum groben Pürieren oder in meinem Fall hier in so einen, ja, weiß das, Schredder oder was das ist. Und noch ganz wichtig, beim Kurkuma aufpassen, der färbt wie Hulle. Deswegen wird es ja auch zum Färben verwendet. So, jetzt hast du das hier. Du kannst noch ein bisschen Pfeffer dazugeben. Kurkuma und Pfeffer ging das gut, also Pfeffer steigert die Adaption des Kurkumas und das kannst du jetzt einmal grob anpürieren und dann kannst du es alles schon in ein Glas geben. In der Zwischenzeit habe ich das püriert, du hast es ja gesehen, beziehungsweise hast du es noch nicht gesehen. Ha. So sieht es aus, wenn es püriert ist und das ist eine richtig schöne feine, grobe Masse. Wenn du es mit einem Standmixer pürierst, kriegst du wahrscheinlich ganz fein zum Pürieren, aber so in dem Stadium hier bekommst du es auch noch hinterher besser rausgefiltert. Weil wenn du jetzt zum Beispiel das alles zu einem Brei pürieren würdest, was man natürlich machen kann, dann gehen die Inhaltsstoffe noch besser raus, müsstest du es hinterher durch ein Tuch, durch ein Handtuch, Geschirrtuch und oder durch ein Sieb pressen. Ja, so dass dann halt die ganzen ganz feinen Stoffe zurückbleiben. Also eine Art Double Strain, wie man im Cocktailbereich jetzt sagen würde. Also eine doppelte Filterung. Als Tipp, du hast ja jetzt hier noch was übrig. Und ich gebe jetzt hier den Apfelessig, den wir gleich verwenden werden, rein.
Und dann schwenke ich das aus, sodass ich dann die ganzen Inhaltsstoffe, diese ganzen Substanzen hier auch dann im Wasser lösen und dann alle mit ausgewaschen werden. So, das brauchen wir gleich hier nochmal, wir werden nämlich noch einmal Zwiebeln klein schneiden. So, ich habe ja einmal Schalotten und einmal rote Zwiebeln. Ich hätte nicht mehr genug rote Zwiebeln, deswegen kannst du auch Schalotten nehmen. Und diese roten Zwiebeln durch den Rekordsommer 2018 bedingt sind die eh etwas kleiner. So, einmal kurz pellen. Und dann kannst du diese schon in deinen Schredder geben. So sehen jetzt die Zwiebeln aus. Die gebe ich natürlich auch wieder hier rein. Und jetzt habe ich mir ja Bio-Apfelessig besorgt. Den gebe ich dazu. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, ein 0,75. Ja, das passt. Ich gebe die ganze Flasche rein. Und dann gebe ich noch Honig rein. Honig hat ja auch sehr viele gute Mineralstoffe. Und davon gebe ich 3 Esslöffel rein. Durch die Zwiebel jetzt läuft mir ordentlich die Nase. So, 3 Esslöffel sollten drin sein. Natürlich durchrühren. Der Honig wird sich jetzt auf jeden Fall auflösen. Und du siehst hier, ich habe ein breites Glas genommen, so dass sich alles schön durchmischen kann. So, und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das hier zu machen, hat wirklich nur 10 Minuten Aufwand gekostet, beziehungsweise sogar ein bisschen weniger. Wenn du es mal nachgemacht hast, schreib mal gerne einen Kommentar, schreib mir mal rein, was du sonst noch machst, um dein Immunsystem zu stärken. Das würde mich echt mal interessieren. Und dann würde ich sagen, bin ich raus, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video und bis dann.